Also war auch so bei, ich glaube, Serienflash war das. Der hat das halt auch so angekündigt und so ein bisschen halt in Anführungsstrichen auch analysiert. Und Top-Kommentare darunter, ja, und dann wundern die sich, warum die Leute zur Piraterie übergehen. Also ich unterstütze Piraterie nicht, ich gucke es auch überhaupt nicht, ich finde es nicht schön. Also weder jetzt irgendwie bei dubiosen Seiten, sage ich jetzt mal, gucken, noch halt irgendwas anderes. Aber ich kann es nachvollziehen, dass die Leute nicht bereit sind, 80, 90 Euro im Monat auszugeben für alle Streamingdienste, nur damit man alle Serien gucken kann. Nur weil sich ein Big Player irgendwie so viel Geld in die Tasche stecken wollte. Und ja, keine Ahnung. Ich verstehe die Logik dahinter nicht so wirklich. Weil ich selber, ja, was gibt's denn jetzt momentan? Join? Oder Join oder wie auch immer man das aussprechen Join, will, das was ist halt der Maxdome war Plus. vorher. Ah, das ist der Plus. Ja, Disney Plus, Netflix, in Ja, Amerika ist Amazon. noch Hulu, Ja, Amazon Amazon Prime Prime, Video. Ja. Sky. Geil. Ja, wobei Sky würde ich in Klammern setzen. Das ist nicht Was unbedingt so. gab es noch einen ganz großen? Da fällt mir der Name nicht ein. Shit. Na gut, ich bin Ähm, runtergefallen. Wer denn noch? einer war noch ein Big Player mit. Mir fällt niemand mehr ein. Irgendwas mit 24. TV Now. Nee, das war nicht TV Now. Aber die haben auch Dings. Hast du die Zäune abgerissen? Ja. Ach so. TV Now. Ja, gut, das ist ja eher Fernsehprogramm, deswegen also Joy-N würde ich auch so ein bisschen mehr in Klammern Gut, setzen. Das ist Join eigentlich ist ja auch auch Fernsehen. Gut, so da gibt es auch halb. Serien mittlerweile, aber bei Nicht TVNOW nur gibt es auch ganz mittlerweile, gute. also Joy-N ist halt an sich war, ist halt aus Maxdome entstanden. Und Maxdome war vorher eigentlich nur Serien, weil das aus Premiere entstanden ist. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Nee. Also Premiere war früher so der erste große, ja, sowas ähnliches wie Sky, ganz grob gesagt. Hat auch jeder umgangen. Also ich glaube, jeder hat irgendwen gekannt, der den Schutz davon umgangen ist. Also von daher ist halt sowieso so ein bisschen die Frage. Nee, aber da ist das halt vorher entstanden draus. Dann ist Maxdome aufgekauft worden von ProSiebenSat.1 Media. Und die haben dann quasi ihr eigenes Programm mit reingemacht. Und jetzt haben die Maxdome eingestampft und haben Join draus gemacht. Ja. Und ich gehe davon aus, das hat irgendwas mit den Lizenzen zu tun oder sowas, was da im Hintergrund Premiere noch war. Weil sonst wüsste ich nicht, warum man seinen gesamten Dienst einstampft und einen neuen macht. Ja. Gibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ach du Schande. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Warum? Ich habe mich ausgefackelt. Dementsprechend ist jetzt hier ziemliche Monsterparty. Oh. Nee, aber ich muss sagen, bei Join bzw. Maxdome waren echt teilweise sehr schöne Serien bei. Alleine eine meiner Lieblingsserien, The 100, war da. Ist Okay. eine der besten Serien meiner Meinung nach, wenn es so um Science Fiction geht. Ist ganz grob gesagt, Das sagt mir sogar was. Erde musste nach Atomkrieg auf, also ins Weltall abhauen. Und das Schiff ist halt nach ein paar Jahren, ist das halt irgendwann langsam angefangen zusammenzubrechen sozusagen. Und die schicken quasi 100 Jugendliche mit einer Rettungskapsel runter und die sollen halt gucken, ob man wieder auf Erde leben kann. Ganz grob gesagt. Ist eine super geile Serie. Ich bin totaler Fan davon. Gibt's halt auch nur auf Maxdome bzw. jetzt halt Join. Dann sowas wie Doctor Who, auch eine der geilsten Serien. Ah, da bist du ja eher. Ja, also Doctor Who ist Ist halt nicht für wirklich. jedermann was. Nee, das definitiv nicht, aber ist nicht ohne Grund eine der ältesten noch laufenden Serien der Welt. Sagen wir es mal so. Und eine mit den meisten Folgen. Wenn man jetzt natürlich jetzt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Rosamunde Pilchner, nee, nicht, hier, wie heißt es noch, GZSZ und sowas rausrechnet, dann ist das Ja, eine das der geht mit den ja. meisten. So,
Ich habe gehört, das Weiße verteile ich nicht auf dem Boden. Aber davon abgesehen, ich mache gleich mal eine Pause, weil ich will den Burger essen. Ja, und ich will was, auch was essen, er gesagt. Ich möchte auch was essen. Ach, habt ihr noch nichts gegessen? Nö. Wir essen immer relativ spät. Mittlerweile ja. Gut, meine Eltern auch noch im Garten. Ah, gut. Dann lohnt sich Ja. das ja auch. Also, ist dann halt auch ein bisschen schöner, wenn man dann länger macht. Und solange man draußen noch ein bisschen länger was machen kann, kann man es ja auch genießen. Oh, ist das hier dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Wenn es halt so dunkel ist, dass man nicht mal mehr die Decke sieht. Dann haben sie was falsch gemacht. Ja, ich fackel halt nicht sofort aus, wenn ich hier ausbaue. Oh, ich habe keine Steine mehr. Shit. Ja, ein Quadrat noch, dann das, die ganze weiße Fläche und dann habe ich den Boden auch. So, die Charging Bench habe ich jetzt schon mal wieder gebaut. Charging Bench? Ach, das, was du nicht mit der Spitzhacke abbauen kannst. Hier, nehme ich mal googeln, wie man den abbauen kann. Gibt Okay. es von Project Red eine Wrench? Ach, das Ding. Ich brauche definitiv noch mehr Grau und mehr Schwarz. Ist die Kiste nicht noch was Mm-mm. drin? Grau und Schwarz habe ich Dann leer kannst gerade. du. So. Das sieht komplett anders aus, das ist das nicht. Also Mensch. normalerweise, ich glaube, da gibt es eine Wrench für. Ja. Mir fällt aber auch nicht ein, wie die Dinge heißt. Da ist wirklich nichts mehr da. Na gut, dann musst du kurz warten. Schlimm sowas. Ach, oben fehlt sogar auch noch eine Reihe. Fällt mir gerade auf. Zack. Also. So. Ja, passt. Ja. Wunderbar. Dann einmal umranden. Dann noch ausfüllen und dann Wenn das man vom ganze Teufel Weiße noch. spricht, sind sie da. Ah, gut. So. Hey, ich werde aber gleich wirklich mal eine Pause machen. Ja, mach. Ja, ich will nur eben zumindest die grauen und schwarzen Flächen fertig machen. Das Weiße werde ich dann später machen oder nach der Pause. Da war es schon zu weit. Grau brauchst du, ja? Ja, schwarz reicht, glaube ich, gerade eben so aus. Aber sobald wir ausbauen, wieder ein bisschen, brauchen wir es eh. Also schadet nicht, wenn du dann noch auch noch ein bisschen was machst. Kann ich machen. Hier. Also, wir müssen nochmal Und Tintenfisch kannst wieder du schlafen abfüllen. gehen? Weil, ja. Dann ist es ein bisschen heller zumindest unter mir. Ja, ich sehe im Stream auch schon, dass man gar nichts sieht, gefühlt. Ja, so sieht man wenigstens wieder was. So. Dann ist nicht ganz so dunkel. Aber 1.13, davon abgesehen, mal Creeper Boy, gibt es für 1.13 überhaupt irgendwelche interessanten Packs? Also, ich habe bis jetzt noch nicht wirklich viele interessante Packs gesehen. Also weder für 1.13 noch drüber. Also 1.12 waren die letzten, die ich interessant gesehen habe. Oder interessant gefunden habe. Oh nö. Achso, das war nur der Wand. Okay. Glück gehabt. Ich muss hier aber unbedingt aufpassen, wenn ich mich einmal verklicke, dann ist aber Holland unter Wasser. Land in Nord. Ja, weil wir haben jetzt halt auch keine Unterbrechung, nichts da drinne. Dementsprechend. Jetzt kommt graues Konkret schon. Ja. So. 1.14 gibt's. Ne, 1.16 gibt's sogar schon in Malaysia. Das ist, sieht recht interessant aus. Okay. Oh, ich habe Muss keinen. sagen, für die 1.16 gibt's schon viele Mods. Und Mechanism wurde endlich so gemacht, wie man sich es wünscht. Wie denn? Ach, du kannst Extras, also du brauchst die mit Logic Infuser nicht mehr mit 20.000 Inputs, du kannst alles auf einen Slot legen. Du kannst einfach ein Interface drüber und dann
wird Redstone auch da reingelegt im Extra-Slot. Oh, das ist angenehm. So angenehm, die haben es endlich geändert. Ja, gut, dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Grau. Eins kurz. Okay, so. So, Wrench. Oh. Naja, gibt's keine. Aber ich will mir das gleich nochmal von oben einmal kurz angucken. Hier dein Gravel. Mal Zerfuskotz haben wir aber schon, ne? Ja. Bin ich mir gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ja, doch, haben wir. Gibt's als Siebert. Ach, das stimmt, das ist das, was man auch schmelzen muss. Ja. Na gut. Ich wette, wir haben keinen Rubberbar mehr, oder? Zwei Stück, wie viel brauche ich? Drei. Ah ne, mit dem anderen Rezept brauche ich nur zwei. Dann ach, schade. Ja, Rubber ist auch eins der Sachen, die ich halt automatisieren würde demnächst. Zwar ist es nervig, wenn man halt die Maschinen doppelt und dreifach alle craften muss. Ja. Aber immer noch besser. Leck. Oh nein, wo hab ich das Zeug hingebracht? Wow. Gut. Ich find's nie wieder. Plattform ist fertig. Dann würde ich gerne einmal kurz von oben mir das Ganze angucken. Peter. Ja, ich weiß. Geh doch hin. Boah. Das sieht echt geil aus. Warte mal, ich will Stream gucken. Oh ja. Das sieht um einiges besser aus. Oder was meint ihr im Stream? Was sieht besser aus, das neue oder das alte? Aber wie einfach die Fackeln total rausstechen. Ja. Da muss man mal gucken, ob wir vielleicht Glowstone oder sowas nehmen. Ja, ich sag mal so, Glowstone ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Herzustellen. Ne. Neue. Ja, ja, genau. Das sehen wir auch. Einer Meinung. Oh, bis auf 9 Concrete habe ich sogar genug gehabt gerade, fällt mir auf. Na gut, es gibt halt keinen anderen Schraubenschlüssel oder sowas für den Project als den Screwdriver. Hallöchen Troton, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Okay. So, willkommen im Irrenhaus. Weißt du, Lampen? Na, ich hab schon mal geguckt, es gibt, soweit ich weiß, keine Lampenweiße. Doch. Ja, aber die wir letztens hatten, die sahen blöd aus. Ach, wie heißen die denn noch? Vom Project Red, die? Ja, ja. Die habe ich hier gerade nee, auch. Nee, gibt's nicht mehr. Oder? Nee, das sind andere. Erstmal eine Pizza im Ofen. Ja gut, ich habe auch den Burger neben mir liegen. Den will ich gleich auch mal eben essen. Bus-Input-Panel? Was für ein Zeug? Project Red ist ganz schön happig geworden mittlerweile. Welche Energie braucht das Zeug denn? Was? Project Red? Ja. Eine eigene. Oh nein. Am einfachsten baust du die Solarpanel. Stimmt. Ich glaube, von den Silikonbällen haben wir sogar noch welche. Ja, haben wir davon mal welche gemacht? Die brauchen wir für die Chips. Würde dir empfehlen, ich würde zwei Stück erstmal machen, aber ich glaube, wir haben noch keinen Elektroteil, oder? Doch, doch. Ja, wenn du mir 16 Stück davon gibst. Elektroteil? Ja. Er liegt hinten in der letzten Maschine links. Ach, hast du schon gemacht? Nee, da musste ich gerade eine Batterie machen, glaube ich. Ach so. Ich baue das mal das normale Solarpin. Das braucht man dafür auch. In der letzten Maschine? Nö. Links, ja. Oder vorletzte oder sowas, irgendwie. Canning-Maschine sollte es sein. Ach so, okay, drinne wirklich. Ich dachte in der Chest. Oh, nee. So. Silicon? Haben wir schon Silicon das? Ja. Wo denn? Also das Silicon mache ich dir gerade. Ach so, das willst du gerade machen. Ja. Für die Silicon Plates, ja. Genau. Oh, wir haben ein bisschen sehr viel Glas gemacht, glaube ich. Nee, ich meine nicht das Silicon. Ah doch, das brauchen wir auch gut. Mach gleich mehr von dem Silicon, das war für das normale Solarpanel.
von Dragtech braucht man dafür? Braucht man zwei Silikonplatten? Wir haben gar nicht so viel davon. Shape Smelter. Ja, mehr? Das ist das Richtige. Du mich auch. Ach, Mann. Ach, nervt, dass das Maustwix da drin nicht richtig funktioniert. So. Zwei von den blauen Dingern konnte ich dir jetzt machen, von den blauen Kugeln, die du brauchst. Es fehlt nur noch Kupferkabel, haben wir die Logic-Dinger mit. Oh, das ist 1 zu 1, ups. Es fehlt nur noch diese Silikonteile. Silikonplatten. Wie kriegen wir denn Silicon Dust nochmal? Frag ich mich auch gerade. Ah, Silicon Dust haben wir. Aus, ach, Silicon Dioxide Dust. Darüber mache ich das. Okay. Das ist quasi einfach Sand im Pulverizer, Elektrolyzer. Okay. Glasdings habe ich, das habe ich alles. Aber ich weiß gar nicht, die Plates, wie wir die kriegen. Also brauchst du Plate oder Silicon wirklich? Ich glaube, das sind zwei Silicon verschiedene. Und Rectech Silicon Plate. Ja. Ach man, ich glaube, das ist ein anderes Ingot. Ja. Nee. Silicon Dust und Blast Furnace, okay. Ja. Gut, das kriegen wir ja eigentlich hin. Input Booster. Sollten wir hinkriegen, Idling? Warum ja idelst du? Weil hinten wahrscheinlich die Flüssigkeit voll ist, oder? Nee. Gibt es da einen Flüssigkeit-Ausput? Nee. 120 EU. Programm muss noch. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Machst du das eben? Weiß nicht welches, welches auch. Ja. Weil, dann würde ich jetzt einfach mal eben kurz so. Ja, sagen wir mal 10 Minuten Pause machen. Aber warte noch eben. Also, machst du fertig machen. Silicon, das welches Programm war das, welche Nummer? 1. Das auch mit dem Input? Naja. Würde ich sagen, ja. Bleibt sogar drin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Pause, das durchlaufen, weil das dauert ganz schön. 62 Polyethylen. Oh. Und den Tank hier einmal aussetzen, weil sonst geht der. Ja, der ist schon runtergekühlt. Wo ist denn das? Oh, jetzt haben wir keinen Restdampf wahrscheinlich, ja. Nee, nee, jetzt haben wir keinen Strom mehr. Ja, gut. Einmal auswechseln. Mach ich grad. Achso. Ja, dann brauch ich hier die Wünsche. Den Ding. Gibt's. Ja, genau, stell wieder drüben hin. Also langsam. Gut, dann. Oh. Hier hin. Ja, ich würde den aber voll laufen lassen und dann noch dahin stellen. Interessant, oder? Warum. Was denn? Ich glaube, wir buggen gerade ein paar Sachen weg, weil die Kiste voll ist. Kann das sein? Kann sein, ja. Ja. Ah, ne, der hat gar nicht abgebaut. Der baut, wenn die Kiste voll ist, nicht mehr ab hier. Ah, okay. Gut zu wissen. Oh. Ja, ist ja egal. Kann ja trotzdem noch eine neue Kiste mit hinstellen. Ja, ich habe nämlich jetzt auch mein Event Outside voll gemacht. Ja, ich weiß. Habe ich gesehen. Also das meiste davon werden wir eh gleich verbauen. So. Auch wenn man da wieder das. Okay. Ja, aber ich kann das ja. Das Shiny kam gerade ein bisschen random. Nee, es war Alu. Achso. Stimmt, ja, Shiny haben wir ja gar nicht. Ja. Gut. Dann gehe ich kurz raus. Und mach ein Pause. Genau. Ja, ich würde sagen, bis 20 nach machen wir 10 Minuten mal im Kurzpause. Ja. Da kannst du dir was zu essen machen, ich kann in Ruhe essen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wäre schön, wenn ihr alle wieder mit dabei seid. Und ja, dann einmal starten. Einmal rüber switchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.